Hallo und einen wundervollen Tag. Ich bin's wieder, Christina der Stempelkeks. Heute habe ich noch eine Variante meiner Box aus einem A4 Farbkarton. Grundweiß habe ich hier genommen und habe daraus einen Lichterwürfel gemacht mit ausgestanzten Teilen. Und wie ich den gemacht habe, das zeige ich euch bei Licht. Ich habe nur gedacht, dann kommt das ein bisschen besser rüber. Im Dunkeln, so sieht er aus, wenn es halt hell ist. Und ihr könnt oben offen machen und das Teelicht einsetzen. Ich habe jetzt hier ein großes genommen, weil das wackelt nicht so viel hin und her. Kommt in die Box und wird dann so wieder verschlossen. Ihr könnt es also aufrecht hinstellen. Und wie ich den gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Ich habe dazu einen Farbkarton A4 in Grundweiß genommen. Den brauchen wir ja für unsere Schachtel. Dann habe ich dazu Pergamentpapier geschnitten. Vier Stücke in 6,8 x 6,8 cm. Und ein Stück in 6,8 x 6,6. Das brauchen wir für das obere Teil. Das ist ein bisschen schlanker, deshalb machen wir das ein bisschen kleiner. Ja, und dann jede Menge Stanzteile. Ich habe die dafür Grundweiß auf unsere Klebebögen gemacht und habe mir das schon mal so ein bisschen zusammengesetzt und vorgestanzt, damit wir einfach nicht so viel Zeit brauchen. Weil die Box möchte ich ja auch mit euch machen. Das sind die Stanzteile, die ich verwendet habe. Die kommen allesamt aus den Stanzformen Ewig Grüner Wald. Die ganzen vielen kleinen davon habe ich verwendet. Die Bäume fand ich für meine Ausschnitte zu groß. Und die Ausschnitte gestanzt habe ich mit der Viert- und Fünftgroßen Form der Stanzformenkreise mit Büttenrand. So, und natürlich brauchen wir eine Stanzmaschine dazu. Und bei den Klebebögen habe ich ein großes Stück aufgeklebt und dann hier meine einzelnen Teile ausgestanzt. Ich verlinke euch wieder unten in die Box alles, was ich verwendet habe. Dann könnt ihr das nachmachen. Ihr könnt natürlich auch mit dem Material arbeiten, was ihr zu Hause habt. Das machen wir jetzt erstmal an die Seite. Ich brauche es ja jetzt erstmal nicht, weil ich das alles vorgeschnitten habe. Ich wollte euch nur zeigen, wie viele kleine süße Stanzteile da drin sind. Ich muss nur so weglegen, dass ich gleich dabei keinen verliere. Ja, da. So. Und zwar fangen wir wieder an mit unserem A4 Farbkarton. Und als Stanzmaschine braucht ihr tatsächlich die große. Die mit dem A5, weil wir den Bogen ja in diverse Male falten müssen, damit wir es überhaupt da reinbekommen. Ich klappe hier meine mein Papierschneider gleich aus. Den Ärmel so. Und dann falzen wir. Hochkant bei 1,5. Das brauchen wir für die Einstecklasche oben. 1,5 cm. Also in der A4 Höhe. Senkrecht rein. Dann bei 8,5 Falzen und bei 15,5 Falzen. So. Hier unten die Teile sind ein bisschen kürzer als da. Das wird der Boden. Wir drehen also jetzt so rum, dass der Boden unten ist und falzen bei 7 cm. Unser Würfel hat wie alle anderen auch, ich verlinke euch die anderen Beispiele hier oben rein. 7 cm, bei 14 cm, bei 21, also in 7 cm Schritten und bei 28. Die Rückseite des Würfels habe ich zugelassen. Alleine deshalb, damit der Würfel eine gewisse Stabilität hat. Und es ist an dieser Stelle auch ganz, ganz schwer, um nicht zu sagen fast unmöglich, da auch noch eine Ausstanzung reinzusetzen. Mir ist es jedenfalls sehr schwer gefallen und habe gedacht, nein, dann reicht es auch so. Aber unsere Aufteilung ist jetzt eine etwas andere, als die wir letzte Mal hatten, weil ich die Klebekante, um den Würfel zu schließen, hinten haben wollte und nicht da, wo ich ein Stanzteil habe, da müsste ich so viel wegschneiden, sondern wirklich auf die Rückwand, die geschlossen bleibt. Das heißt, hier ist der Falz- und Schneideskizze ein bisschen verändert. Ich mache euch mal einfach mal Markierungen dran. Ihr seht ja hier die Falzlinien, diese langen Teile auf der 1,5, auf dem Reststück, ne, von 28 bis 29,7, kommen oben und unten und hier das Eckstück weg. Dann wird dieses hier diesmal unsere Einstecklasche, damit wir da nämlich dann das Teil hinten dran kleben können als Verschluss. Das heißt, das daneben wird eine Seitenlasche kriegen. Das Stanzfalz-Schanzimmer gleich aus. Das Stanzimmer gleich aus. Noch ein Stück weg. Und dieses Stück hier,
Das wird der Deckel und dann gegenüber vom Deckel ist wieder das mit dem Verschluss. Das heißt, dieses Teil kommt ganz raus. Ich mache da jetzt aber nicht noch mehr dran weg, weil das braucht man nachher noch für unten in den Boden. Jedenfalls hatte ich das so in Erinnerung. Ja, das nehmen wir als Bodenteil unten drunter. Zeige ich euch gleich. So, warum wir das brauchen. Wir schneiden uns diese Ecken raus. Ihr könnt es mit der Schere machen. Ich mache es mit dem Papierschneider. Ich lege mir hier wieder die Falzlinie hier in den Papierschneider so an, dass sie, ich hoffe, er stellt es jetzt gleich scharf. Und dann macht er nicht. Warum macht er das nicht? So, dass die Falzlinie ein bisschen neben der inneren Spur liegt, dass ich also die Falzlinie komplett rausschneide. So, dann schneide ich hier bis zur ersten Falz von unten und setze oben nach dem Mittelteil an und schneide nach oben komplett weg. Hier kann ich jetzt anschrägen. Dann habe ich meine Klebelasche, um den ganzen Würfel im Rund zu schließen, fertig. Das Teil, haben wir gesagt, bleibt unsere Einstecklasche oben, der Deckel. Da setze ich hier an der, nicht die 1,5 brauchen wir zum Einstecken, die nächste Lasche, die nächste Falzlinie, da schneide ich wieder rein bis zu der und auch da die Falzlinie weg. Dieses Teil, das brauchen wir gleich noch für die Seiten. Lasche. Ich möchte das gerne haben, damit das hier geschlossen ist und da nicht eine offene Stelle wie hier vorne entsteht. Schneide ich auch wieder so bei derselben Falzlinie wieder anfangen, also die erste und die zweite bis zur zweiten. Das wird ganz rausgeschnitten und auf der Seite genauso. So, und jetzt habe ich hier viele einzelne Teile. Das hier wird der Deckel, den klappen wir einfach mal aus dem Weg. Das wird gleich ganz rausgeschnitten und die beiden werden eine umgekippte Lasche. Und die habe ich ungefähr bei 0,7 gemacht. Das heißt, ich lege hier oben bei 0,7 an. Dann passt das gleich mit den Ausstanzungen besser. Das wird weggeschnitten und auch bei dem anderen Teil kommt es weg. Ja, wir haben jetzt hier ganz kleine Seitenflügelchen. Die rüberklappen rechts und links in der Box. Das wird der Deckel und das kommt ganz raus. Das heißt, ich kann das jetzt, ja, jetzt könnte ich hier die kleinen noch wegklappen. Das machen wir auch einfach mal. So. Und damit hätte das auch vorher alles falzen können. Aber so ist egal. So. Das bleibt, ne, das an der Kante, das mittlere hier, das kommt raus. Das muss abgeschnitten werden. Setzen wir an und schieben von Falzlinie zu Falzlinie, ne? Hier unten, von da nach da, damit dieses Teil abfällt. Das brauchen wir gleich. Ich erkläre es euch später. So, jetzt haben wir jetzt so unser Teil. Hier unten sind die Bodenfelder. Die müssen wir jetzt auch noch einschneiden. Okay, dafür drehe ich das jetzt um. Ihr könnt es mit der Hand einschneiden. Wir können es auch jetzt hier mit dem Papierschneider machen. Ich schneide wieder meine Falzlinie raus. Da hängt es gerade. Ich lege also meine Falzlinie einmal ein bisschen vor die Spur, einmal ein bisschen hinter die Spur, damit ich die Linie praktisch die Falzspur rausgeschnitten habe. Es kann sein, dass das jetzt so unter der Kamera nicht ganz so gut hundertprozentig funktioniert hat. Das liegt daran, dass ich nicht so mit dem Auge rüberschauen kann. So, diese ausgeschnittenen Falzlinien klappe ich nach hinten. Und schneide sie von hinten weg. Dann habe ich das schön bündig. Es steht mir nichts vorne vor. So. Wer hat, kann jetzt hier noch die Ecken abrunden. Dann hat man da einen schönen Abschluss vorne zum Einstecken. Muss man nicht, kann man aber machen. Wer hat, kann das also gerne tun. So, jetzt wollen wir die Ausstanzungen hier einbringen, damit wir die mit Pergament hinterkleben können. Ich mache hier nochmal eben die Falzlinie, die wir am Ende auch noch brauchen, bei 1,5, weil wir gleich vieles wegklappen müssen, damit es überhaupt unter die Schneidemaschine, unter die Stanz- und Prägemaschine passt. Machen wir das jetzt einfach mal ein bisschen mit dem
Falzbein. Und das machen wir hier auch schon gleich. Da noch. Und auch die Bodenteile. So, das Teil hier, das tanzen wir gleich nur in dem Element, das machen wir aber erst zum Schluss. Ansonsten brauchen wir hier in diesen, da, da und da die Ausstanzung. Und wie gesagt, ich habe die Stanzformen Kreise mit Büttenrand genommen und da von dem kleinsten abgezählt die fünftgrößte, die vierte haben wir oben im Deckel. Die lege ich mir jetzt hier so auf das Feld. Es ist nicht wirklich viel rechts und links über, aber es passt. Fixiere mir das, dass mir das nicht verrutscht. Ich habe ja so ein wieder ablösbares Tesafilm. Und schiebe das jetzt hier durch die Maschine. Ich muss gestehen, ich habe meine Vorgehensweise, das war mein Prototyp, habe ich ein bisschen verbessert. Dadurch, dass ich das jetzt vorher rausgeschnitten habe, könnte es gut sein, dass das so unter die Maschine passt und damit auch der Boden nicht ganz so löcherig wird, wie den in meiner Prototyp-Geschichte. So, wir brauchen zum Stanzen die Grundplatte 1. Ich drehe sie mal um, dann seht ihr auch die Zahl. Die Grundplatte 1, darauf den Adapter 2, eine Platte 3 und eine zweite Platte 3. Und dazwischen kommen unsere Stanzteile. Hier habe ich jetzt, dann können wir doch das Rückteil auch nicht machen. Wir sollen gleich mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, wir nehmen jetzt so. Und dann die Stanze drauf. Und ich mache das gerne so, dass ich nicht noch mehr unnötig stanze, als ich es brauche, weil meine Prägeplatten auch, die Platten auch ein bisschen von den Ausstanzungen Schaden nehmen, dann wird das obendrauf auch zum Teil gemustert. So, da haben wir das erste ausgestanzt. Das geht wunderbar. Ich merke schon, mir fallen dann immer beim weiteren Machen oder bei Massenproduktion spätestens irgendwelche Dinge ein, die mir das Leben erleichtern. So, jetzt machen wir hier die zweite. Ja, fixieren das wieder ein bisschen. Dadurch, dass wir hier oben die Laschen, das habe ich nämlich beim ersten noch nicht gehabt, die habe ich nämlich noch groß gelassen. Dadurch, dass ich die so eingekürzt habe auf 0,8 mm, habe ich jetzt wirklich ausreichend Platz hier auf der Stanz- und Prägeplatte, die ja nur 5, DIN A5 ist. So. Das zweite, ihr seht, ich mache das so, dass ich nicht jeweils die ganze Platte hier durchschieben muss, sondern immer nur den Bereich, den ich brauche. Schieben wir also auch da das Papier weiter rüber. Diese Elemente könnt ihr wunderbar als Aufleger oder als Anhänger noch für andere Projekte verwenden. Da ist ja nichts dran. Ja. Da auch noch fixieren. Wieder rüberschieben. Und dann wird auch da das noch durchgestanzt. Ja, aber ich glaube, aus Stabilitätsgründen lasse ich tatsächlich die Rückseite komplett und mache da nicht noch ein Loch rein, was jetzt von der Auflage durchaus möglich wäre. So. Und dann machen wir noch in den Deckel dann das kleinere Stanzloch. Da lege ich mal die große Form weg und nehme die eine Nummer kleiner. So, und dafür müssen wir dieses Feld, wo wir vorne noch die Lasche dran haben, nehmen. Da muss ich jetzt die Bodenflächen überall einklappen, sonst kriege ich es nicht durch die Kurbelmaschine. So. Leg hier, ich glaube, ich bin ja noch im Bild. Nein, ich bin nicht wirklich im Bild. Ich ziehe ein bisschen rüber. Ich glaube, jetzt könnt ihr das sehen. Hier ist jetzt mein Deckel. Da kommt jetzt mein Stanzteil drauf. Wieder so ausgerichtet, dass rechts und links, oben und unten ungefähr derselbe Abstand ist. Und bei den Bündenrandkreisen ist das ja so schön, dass es nicht schlimm ist, wenn es nicht gerade ist, weil es ist eh ein gezackter Rand. So, und auch hier möchte ich nicht alles durchkurbeln, aber ich muss alles einknicken. Und dafür schiebe ich das jetzt einfach weiter durch, sodass meine Platte wirklich nur da fasst, wo ich auch hier die Stanzform habe. Ja, danach wird nicht mehr gekurbelt, weil da ist der Gegendruck von der zweiten Platte nicht mehr da. So. Jetzt haben wir wunderbar alle Fenster gestanzt, die wir haben wollen.
pack mal eben die Stand- und Prägemaschine wieder an die Seite. Habe ich ja auch ein bisschen mehr Platz. So. Und da haben wir unser vorbereitetes Teil. So. Da klebe ich jetzt von hinten meine Pergamentpapiere in 6,8x6,8 hinter. Und zwar so, dass ich nur in den Ecken von dem Tombow-Kleber reinmache. Ich lege das mal hier ein bisschen höher. Ja, ich habe jetzt hier die Innenseite. Da kommt jetzt hier in die Ecken Tombow. Ich könnte hier ganz an der Kante noch, aber macht nicht da zu viel, sonst quatscht euch das alles raus und das ist dann unschön von der Vorderseite. So, und dann hier rein. Ich habe zuerst überlegt, ob ich dann eine zweite Schachtel ineinander reinlege, dass die dann praktisch Stück für Stück hier so eingefalten wird. Eine Schachtel in der Schachtel praktisch, aber das habe ich dann für unpraktisch empfunden. Und da nicht wirklich Druck drauf ist oder Spannung drauf ist, reicht mir das so. Da ist ein bisschen breiter, da können wir aber so gut nochmal so eine Klebefläche hinsetzen. So, und das habe ich, wie gesagt, 6,8x6,8 geschnitten, damit das problemlos neben den Falzkanten ist. Es sollte nicht über die Falzkanten geknickt werden, weil geklebt werden. Das funktioniert nicht. Dann geht euch gleich die Box nicht richtig schön zu. So, und dann haben wir da noch eins. Ach ja, wir brauchen nur drei davon. Ich habe vier Stück gesagt, wir brauchen nur drei von dem großen. Also hier statt vier, drei Stück. Tut mir leid. So. Und hier oben kommt das kleine drauf. Dadurch, dass wir rechts und links die Kante weggeschnitten haben, wäre das so ein bisschen zu breit. Also sehr, sehr spack. Ich habe es lieber ein bisschen geändert, dass ich hier nicht ganz so viel habe. Und die Ausstanzung ist ja auch ein bisschen kleiner. Und hier kann ich dann auch tatsächlich die Klebe rundherum machen. Ihr könnt ja vorher euer Pergamentteil auflegen und dann seht ihr, wo Raum ist, um da den Kleber aufzutragen. So, da ist der Knick noch ein bisschen höher. So. Ich habe bei meinem ersten Modell tatsächlich erst den kompletten Würfel zusammengeklebt und dann dekoriert. Wir nutzen jetzt, dass mir die Idee halt vorher kommt und kleben die Teile vorher drauf. Das ist sicherlich einfacher, weil man sie dann besser andrücken kann. Ich habe mir hier, und unten ist sie auch überall unten, nur oben beim Deckel, aber bei Mond und Sterne braucht man da auch nicht wirklich auf eine Richtung achten, habe ich mir das so dekoriert, dass hinten, das ist jetzt hier, ja, rechts daneben, habe ich mit zwei Steinteilen. Ich mache das jetzt einfach mal genauso, einfach weil ich mir das auch so zurechtgelegt habe. Ich hatte mir hier die Teile schon vorgestanzt, wie gesagt, bereits auf die Klebebögen aufgebracht, damit ich da besser agieren kann. So, jetzt habe ich hier hinten den Kleber, die Rückseite. So, den kann ich hier abziehen. Ich habe LED-Teelichter, die entwickeln keine Hitze. Da kann ich also wunderbar hier mit arbeiten. Ich sehe hier gerade hier oben diese Klebebögenrückseiten, die sind gedrittelt, also da sind Schnitte drin. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr da auch wirklich restlos alles abzieht. Ich lege das jetzt einfach mal zum Anschauen hier mit drauf, weil das habe ich tatsächlich auch über den Rand geklebt. Und dahinter verstecke ich jetzt meinen ersten Baum. Das heißt, ich setze den hier an. Und wenn ich mir hier mein Papier an der Kante da ausrichte, dann kann ich auch hier dran sehen, dass mein Baum, wenn ich ihn denn gerade haben möchte, so, und dann drücke ich das jetzt hier richtig schön fest. Dann nehme ich mein zweites Element, den zweiten Baum. Der ist komplett. So, den habe ich dann hinterher ein bisschen versetzt. Der kommt dann da in die Ecke. Muss gar nicht bis unten, weil ich klebe ja bis unten gleich meine Hügel. Dass jetzt Berge oder Steine sind bewaldet, das ist dann ja völlig egal. So, und den klebe ich jetzt hier so drüber und den möchte ich dahinter setzen. Für mich ist halt der kleinere eher in diesem Falle dahinter. Also bevor ich das fest anklebe, muss ich den dahinter setzen. So. Schön andrücken. Das geht jetzt, solange es liegt, wirklich noch mit am besten.
Das zweite Feld, da habe ich oben die. Ach nun, habe ich auch noch Wolken drin? Natürlich habe ich noch Wolken drin, aber die liegen sie nämlich auf meiner Seite fertig bereit. So. Wie gesagt, hier wieder die Rückseite abknibbeln. Man kann das natürlich auch mit Tombow ankleben, aber okay, der hat kein Klebefilm. Ich glaube, ich hatte eine Wolke noch kleine da fertig liegen. Da nehmen wir jetzt tatsächlich den Tombow. Aber da müsst ihr halt aufpassen, dass euch nicht zu viel drauf kommt. Vielleicht habt ihr eine kleine Klebeflasche, wo wenig rauskommt. Das ist bei mir von der Kurbelmaschine hier diese Reste. Das mache ich mal eben weg, damit die Box schön sauber bleibt. So. Und die große Wolke, genau, da habe ich hinten hinter den Klebebogen, dass ich da so, dass ich einen Sticker habe. So. Ich weiß aber nicht, müssen die Wolken so rum? Müssen die Wolken so rum? Ich mache es jetzt nach unten gerade, dass sie sich nach oben entladen können und setze das hier so drauf. Anders als da, da habe ich es in die andere Richtung gemacht. Also da ist die große Wolke tiefer angesetzt. Aber das ist ja egal, künstlerische Freiheit. So, da haben wir dann den großen und den kleinen Baum. Und zwei Wölkchen. So, da haben wir wieder den Klebestreifen abgedeckt. Gucke wieder, dass ich das gerade ausgerichtet habe. Einmal, da ist der große. Wenn das mit dem Abfriebeln zu schwierig ist, da kann auch mit dem kleinen Picktool von dem Bastelaufsätze für Aufhebhelfer nach mit eingreifen. So. Da ist der zweite und auch da haben wir zwei Wolken für vorbereitet. Also bei diesen kleinen Teilen ist das schon bequem und praktisch, dass man das auf den Klebebögen vorher montiert. Dann kann man das echt wunderbar bearbeiten. So, und hier kommt jetzt mein drittes Feld. Das habe ich wieder ein bisschen anders angeordnet. Da habe ich den großen Baum ganz rechts, links an die Kante gesetzt. Ja, ihr habt da gesehen, da ist wieder nicht alles abgegangen. Das heißt, hier habe ich den habe ich schräg aufgelegt auf meine Klebebögen, weil eigentlich ist dieser Schnitt gerade, aber ich habe halt platzsparend gearbeitet. Man sieht es aber von der Farbe her, ist es da ein bisschen milchiger, also gelblicher, wo noch was hinter ist. So, jetzt haben wir alles. Da ist noch ein kleines Reststück. So. Ne, da ist noch einer. Das sieht man wirklich an der Farbe. Ich glaube nur, dass das hier unter der Kamera nicht so durchkommt. Da ist der letzte Stück, seht ihr? So. Den setze ich hier ein bisschen höher an, dass der mehr nach oben hochragt. Hab da auch wieder die große und die kleine Wolke. Und nochmal eine kleine Tanne. Und so, da gucke ich jetzt, wie da meine Berge positioniert sind. Den setze ich so dazwischen. Jetzt fange ich mit dem Kleinen, zuerst mal mit dem Aufkleben. Ihr entscheidet halt, wo euer Licht letztendlich da durchscheint, weil überall da, wo jetzt kein Aufkleber drauf kommt, kein Sticker, da kann natürlich das Licht aus von unserem Teelicht zur Wirkung kommen und durchscheinen. Na? Da. So darüber, dass die Tanne nicht in der Luft steht. Ah, die zweite habe ich auch ein bisschen luftig gesetzt. Dann machen wir das ein bisschen dichter, damit beide Tannen letztendlich einen Bodenansatz haben. So, dann haben wir da noch die Wolken. Wolke Nummer 1. Und die Wolke Nummer 2, die größere. Nehmt die Standteile, die ihr habt. Ihr könnt das für jeden Anlass dekorieren. Ihr könnt da Tiere reinsetzen, wenn es für die Kinder irgendwie ein schöner Lichterwürfel zum Geburtstag oder so sein soll. Vielleicht haben die ja in der dunklen Jahreszeit Geburtstag. Da kann man da bestimmt auch nochmal
eine schöne Freude mitmachen. So, jetzt habe ich hier alle Fenster beklebt, bis auf mein Dach. Solltet ihr da jetzt was, oh, ich sehe gerade, da habe ich ein bisschen mit der Klebe rumgesudelt. Na, beim Ankleben ist hier doch Klebe raus. Das mache ich mal eben noch mit dem Kleberadierer weg. Ja, das geht wunderbar. So, und wenn ihr jetzt was habt, was eine Ausrichtung habt, deshalb, dann dreht ihr das auf den Kopf, weil der Deckel ist ja in die Richtung gleich, damit das hier wirklich auch für euch dann richtig aussieht. Wenn ihr da eine Figur draufsetzt, dass wirklich die Füße unten sind und das nicht in der Luft schwebt. So, hier habe ich jetzt meinen Mond. Und sich so ein bisschen, ja, mittig muss nicht unbedingt sein. So. Und jetzt nehme ich tatsächlich doch noch meine kleinen, weil bei den ganz kleinen hier, bei dem Bastelaufsätze, da ist, wo die Perforationsklinge drin ist und das Skalpell, dieses Schneidemesser, ist halt hier ein Haken. Für viele Sachen interessant oder eben auch hier so ein ganz dünner Pika. Und mit dem dünnen Pika, weil auch diese Sternchen haben auf der Rückseite diese Klebefolie. Und damit ich die besser abkriege, geht das, ihr seht, das geht hier wunderbar, ganz einfach mit den Klebeschutzdingen hinten abzuziehen. Ihr packt das nach hinten, was ein bisschen gelblich aussieht. Dann habt ihr die Klebeteil, die Folie in der Hand oder zu der nach oben hin liegend. Wie man es abzieht, ist ja letztendlich egal. Ja. Na, das ist jetzt der Vorzeigeeffekt. Ich nehme gleich doch wieder meine Fingernägel. Da ist er. Ja. Dann klebt es nämlich auch hier an dem Picktool, an dem Lochwerkzeug. Da ist der nächste. Wirklich von der Seite ungefähr mittig da ansetzen. Und dann fällt der eine Teil ab. Da ist wieder so eine Kante zwischen gewesen. Jetzt ist wieder nur die Hälfte ab. Ja, da ist er. Da ist die zweite Hälfte. So. Es sind 6 Sterne bei. Man spricht ja gerne davon, dass ungerade Anzahl passend ist. Aber wir haben ja als 7. Element den Mond dabei, sodass ich denke, man kann hier durchaus alle 6 Sterne, die mit einer Stanzform ausgestanzt werden. Ich habe es jetzt zu weit weggelegt. Ich kann es euch nicht mehr zeigen. Es ist eine Stanzform, die diese ganzen Sternchen macht und eine einzelne für den Mond. Könntet also auch einen ganzen Sternhimmel draufkleben. Und wer kann und weiß, wie es geht, könnte sogar die Sternbilder draufkleben. Aber da bin ich jetzt raus. Ich bin froh, wenn ich den großen Wagen am Himmel entdecke. Na? Ja, diese kleinen Dinger, die sind schon ein bisschen speziell. So, da haben wir aber. So, jetzt mal ein bisschen weg, damit das nicht ganz so nach Kreis aussieht. So, und jetzt haben wir unsere Felder alle beklebt. Nochmal andrücken. Das ist kein Dreck, das ist tatsächlich das Loch vom Pergamentpapier. So, und beim Zusammenkleben achten wir jetzt darauf, dass wir, da habe ich noch gar nicht geknickt gehabt vorhin, alle anderen Teile haben wir schon gut in Form gebracht. Dass ich da jetzt hier den Kleber auf meine Lasche mache, dass wir das ja gut vorgefalzt haben, kann ich das jetzt hier einfach so überklappen. Und damit ist meine Box geschlossen. Und hinten ist nochmal wieder ein bisschen. Das ist halt, wenn die Platten, wenn man die so oft nutzt, sind die nicht mehr ganz sauber. Und was ich jetzt sehe, ist jetzt hier die Kante von meiner seitlichen Klappe. Die wird gleich im Weg stehen. Da sehe ich also auch gut bei diesen Sachen. Das heißt, ich kann jetzt hier hingehen und das einfach mal ein bisschen schräg schneiden. Das mache ich auf der anderen Seite auch gleich. So. Und jetzt seht ihr, dass hier vorne das nicht passt. Das heißt nicht passt. Wenn ihr das hier reinsteckt, dann scheint das hier durch. Ich gehe also jetzt hin, mache das auf und versuche mir so ein bisschen zu merken, wo der Ausschnitt ist. Was ihr auch machen könnt, ist, ihr nehmt euch einfach die große Stanzform,
lege das Ding oben drüber. Ja, haltet die so ein bisschen fest. Es geht ja nicht genau ums Muster. Und drückt euch jetzt die Stanzform hier oben rein. So ein bisschen mit der Hand fester andrücken. Dann habt ihr hier den Knick. Seht ihr das? Da, jetzt sieht man ihn, glaube ich, ganz gut. Und dann nehme ich jetzt meine Schere und schneide das weg. Und zwar, dass ich die Linie, die ich da reingeprägt habe, mit wegmache. Aufpassen, dass ihr hier oben nicht zu knapp werdet. Sonst habt ihr nichts wirklich zum Einstecken. Und wegschneiden könnt ihr hinterher immer noch mehr. So, dann probieren wir das aus. Stecken wir das wieder rein. Ihr seht, da ist noch ein bisschen über. Muss man so ein bisschen den Bereich merken. Dahinter, die Höhe. Also da. Ja, wenn man genau hinguckt, sieht man auch, dass hier tiefer anfängt als auf der anderen Seite. Da einfach eine Spur weit den Bogen erweitern. Nochmal rein. Ja, kann man so lassen. Wer mich kennt, weiß, ich lasse es nicht so. Das ist jetzt euer Bedürfnis entsprechend. So, das lasse ich jetzt aber. Das kleine Fitzelchen, das stört mich jetzt nicht mehr. So, und jetzt kann ich auch den Boden schließen. Ich klappe immer rechts und links zuerst ein. Dann hinten und dann bei mir vorne. Dann habe ich hier immer eine schöne Kante. Und meine erste Idee, was habe ich vorhin gesagt, wir brauchen noch weitere Teile. Das hat sich hier übrig, weil ich habe jetzt wirklich noch komplette Bodenteile. Passt auf, dass ihr hier nicht zu weit den Kleber drüber macht. Beim ersten Teil geht es noch, aber spätestens jetzt bei dem Boden solltet ihr nur noch die Teile mit Kleber machen, die wirklich zugeklappt werden. Also jetzt nicht hier drauf die Klebe, sondern auf das kürzere Stück die Klebe. Damit hier der Bereich, wo das jetzt nicht gegenkommt, nicht mit Klebe voll ist. So. Jetzt drücken wir noch von innen den Boden schön fest. Setzen unser Teelicht ein. Ihr könnt auch ein kleines nehmen, das große kann halt nicht so viel hin und her rutschen. Hat nicht so viel Spiel wie das andere. Hier ist mal wieder was vom... Hier die Untermatte. Ich muss sie austauschen, die ist auch nicht mehr schön sauber. Na, ihr kennt das, ne? Mit dem Verschlimmbessern. Wenn es Klebe ist, geht es natürlich mit dem Kleberadierer besser weg. Ja, so. Jetzt ist mein zweiter Lichterwürfel fertig. Ich mache nochmal das Licht aus. Vielleicht mache ich bei dem nochmal die Leckkerze an. Wie gesagt, kleine Teelichter sind genauso schön. Und jetzt habe ich hier meine beiden Würfel mit wunderschönem Lichteffekt. Und auf vier Seiten, die Rückseite habe ich geschlossen. Und ich glaube, es ist für die Stabilität auch ganz gut. Also auch wenn es jetzt machbar wäre, ich würde das jetzt nicht noch weiter mit der Rückseite auch noch eine Ausstanzung reinbringen. Und wer genau hinguckt, der sieht hier oben diese breiten Streifen rechts und links. Das ist unsere Lasche zum Zusammenklappen. Trotzdem bin ich dafür, wir machen sie, weil man nämlich sonst hier seitlich so wie da reingucken könnte. So, ne, da sieht man, und wenn ihr die mit dem Papierschneider, mit der Maschine schneidet, dann ist es auch so schön akkurat gerade, dass das gar nicht auffällt. Und da wir das Pergamentpapier innen drin als Rechteck, also als Quadrat geschnitten haben, was fast die gleiche alles auch abdeckt, ist auch da gar kein Problem. Und da, wo es doppellagig ist, da seht ihr sogar, dass dann noch mehr Schatteneffekt kommt. Also, baut euch euren Lichterwürfel mit den Stanzteilen, die ihr habt, die Motive, die ihr habt. Zu einer Geburt finde ich das sehr hübsch, wenn ihr da mit Babymotiven arbeitet oder eben jetzt zur Advents- und Weihnachtszeit. Ihr könnt da Weihnachtsbaumkugeln machen oder auch von mir aus auch ausstanzen, wie eine Weihnachtsbaumkugel bunt und farbig hinterlegen. Euch wird was einfallen. Ich mache jetzt erstmal wieder Licht. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ich verlinke euch unten alles und hier oben setze ich auch nochmal den Link rein für die Grundform der Box, der A4-Box. Und auf meinen Blog mache ich euch jetzt noch die Falz- und Schneideskizze, die hierfür gebraucht wird, damit auch wirklich diese Klebekante hinten ist und euch nicht hier wieder irgendwo in den Weg kommt, so wie sie die hier vorne haben. Weil die hätten wir nämlich bei der ersten Variante für die Box, hätten wir den tatsächlich jetzt auf einem der Felder, wo wir eine Ausstanzung gemacht haben, mit Pergamentpapier hinterlegt. Also, ich freue mich, wenn ihr es nachbastelt. Probiert es gerne aus. Aus einem Bogen A4 Farbkarton so eine hübsche Box. Ich habe es jetzt in Grundweiß gehalten, durch Ton in Ton. Ihr könnt es natürlich auch farbig gestalten. Bis dahin, alles Gute,
Euer Stempelkeks, Christina.